Herzlich willkommen zu Ihren SAK-TV-Nachrichten. Heute haben wir diese Themen für Sie. Die Innung Berlin zieht Bilanz zur Bautech. Messe Frankfurt, Köln und Mailand reagieren auf das Coronavirus. Der BDH begrüßt die Förderung und die VDS und Franziska von Almsick weiterhin gemeinsam am Start. Die Bautech hat sich über 31.000 Besucher gefreut. Insgesamt haben 425 Aussteller aus 19 Ländern ihre neuesten Trends und Entwicklungen rund um das Thema Bauen und Gebäudetechnik in Berlin präsentiert. Zufrieden zeigten sich die SAK Innung Berlin und Brandenburg Land. Ich kann heute schon sagen, die Bautech 2020 war ein toller Erfolg. Wir haben viele Besucher hier gehabt und das Echo, was man ja auch von der Industrie, aber auch von den Besuchern bekommen haben, war einfach ganz toll. Die haben gesagt, bitte macht weiter so, das ist genau der richtige Weg und wir haben hier gemeinsam, können wir hier den Markt was bewegen und auch was machen und auch in die Umsetzung hineinzukommen. Also daher kann ich nur sagen, die Bautech war ein toller oder ist ein toller Erfolg. Die Bautech ist für uns hier in der Region, für Berlin und für Brandenburg eine ganz wichtige Plattform, um unser Handwerk, unser Metier, das wir hier vor Ort vertreten, eben auch an den Kunden rüberzubringen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben einen besonderen Standort. Wir sind ja hier nicht in Kiel, obwohl ich nichts gegen Kiel habe, aber wir sind hier in der bundesdeutschen Hauptstadt. Wir sind im Zentralmitteldeutschland und da ist eine Messe hier, gerade an diesem Standort, denke ich mal, ganz wichtig. Die nächste Bautech findet 2022 statt und zwar vom 22. bis zum 25. Februar. Ja, und wir bleiben beim Thema Messe leider mit nicht so guten Nachrichten. Wegen der verstärkten Verbreitung des Coronavirus werden in den kommenden Wochen einige Messen verlegt. Die Messe Frankfurt verschiebt die Light und Building. Die Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik findet nun zwischen Mitte und Ende September statt. Die ab dem 1. März 2020 in Köln geplante internationale Eisenwarenmesse wird auf einen neuen Termin im Februar 2021 verschoben. Und einen neuen Termin gibt es auch für die Mostra Convegno Expo Comfort in Mailand. Statt Mitte März soll sie nun vom 8. bis zum 11. September stattfinden. Die deutsche Heizungsindustrie blickt optimistisch in das neue Jahr. Wachstumsraten von bis zu 10% hält der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie, Uwe Glock, für möglich bei Systemen, die Effizienz mit erneuerbaren Energien kombinieren. Grund seien die seit Jahresbeginn geltenden neuen Förderanreize, mit denen die Bundesregierung die Energiewende in die Heizungskeller bringen will. Vor allem für Wärmepumpen, Holzpelletheizungen und Gasbrennwerttechnik in Kombination mit Solarthermie erwarten wir für dieses Jahr ein deutliches Plus, sagt Glock. Die neue Förderung, so BDH-Hauptgeschäftsführer Andreas Lücke, sei ein positives Signal für mehr Klimaschutz. Rund 32 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr könnten eingespart werden, würden die rund 12 Millionen veralteten Anlagen modernisiert. Das entspricht 2/3 der Klimaschutzziele für den Wärmemarkt bis 2030. Das übrige Drittel könnte über die Gebäudehülle realisiert werden. Franziska von Almsick bleibt Badbotschafterin der VDS. Der Dachverband wird die Zusammenarbeit mit der Schwimmikone für weitere 2 Jahre bis Ende 2021 fortsetzen. Ich bin sehr froh, was die Zusammenarbeit zwischen der VDS und mir anbelangt. Die Arbeit macht mir wahnsinnig viel Spaß. Wir wechseln jetzt das Thema von Wohlbefinden und Gesundheit zum Thema Sicherheit. Es ist ein wahnsinnig breites Spektrum, auf was man da alles achten kann. 2014 gab es das erste gemeinsame Projekt von der VDS und Franziska von Almsick zum Tag des Bades. Mehr zum Bad erfahren Sie am Dienstag bei uns. Dann geht es um die sogenannten Klopapiergeschichten. Was dahinter steckt, alles dazu, wie gesagt, nächste Woche. Ich freue mich, wenn wir uns sehen.